Hallo, herzlich willkommen zur Sendung mit der roten Maus. Ja, ich melde mich heute als Getriebener. Zuerst treibt mich das Coronavirus vor sich her und bin immer wieder gezwungen, dazu was zu sagen und inzwischen Leichen zu zählen. Ja, und es treibt mich noch einer. Das ist Hans-Joachim Müller. Denn Hans-Joachim Müller macht jetzt jeden Tag eine Live-Sendung, hat er auf seinem Kanal erklärt. Und jetzt wollte ich es schon schaffen, das wollte ich mir nicht nehmen lassen, heute noch eine Veröffentlichung vor ihm zu schaffen. Ich weiß nicht, ob es uns noch gelingt. Na gut, das war jetzt natürlich ein Späßchen. Das treibt mich weniger. Nur heute nehme ich mal Stellung zu ein paar Kommentaren, von denen ich denke, dass es wert sind, die zu erwähnen und auch zum einen oder anderen Stellung zu nehmen. Wir wissen ja im Zuge dieser Hamsterkäufe, Coronavirus und dem ganzen Theater, was hier veranstaltet wird, wird ja auch massenweise Toilettenpapier eingekauft. Das wird in die Geschichte eingehen, diese Corona-Krise, als die Zeit, in der europaweit am meisten Toilettenpapier verkauft wurde. Wenn Hakle ein Aktienunternehmen wäre, würde ich ja sagen, man muss Aktien von Hakle kaufen. Wundern braucht man sich nicht, denn ein Bekannter hat mir letztens gesagt, wenn einer niest, scheißen 100 in die Hose. Ich ergänze noch kurz was zu der Politik, die bei uns betrieben wird, die Ausgangssperren oder reduzierten Ausgangsmöglichkeiten, die da jetzt losgehen, weil richtige Ausgangssperren sind sie ja im Grunde nicht oder noch nicht. Was ich für anmaßend finde, ist das Verhalten unserer Politiker. Wenn wir mal unterstellen, dass die jetzigen Aussagen bezüglich des Coronavirus und seiner Gefährlichkeit stimmen, wobei ich diese Meinung jetzt nicht so in dieser Form teile, aber wenn wir das mal unterstellen, dass das stimmt, dann kann ich an der Stelle nur noch sagen, Politiker, Regierung der Bundes-, der BRD und auch Landesregierung, packt eure Sachen und verschwindet aus den Parlamenten. Ihr habt letztlich keine Berechtigung mehr, irgendjemanden in diesem Land zu regieren oder irgendjemandem vorzuschreiben, was er zu tun oder zu lassen hat. Denn wenn diese Geschichte stimmt, ist das Verhalten verantwortungslos. Denn dieser Virus, dieser Ausbruch des Virus in Wuhan, China, war ja schon bekannt im Januar. Und obwohl das bekannt war, ist hier in Deutschland von den Medien, von der Politik alles runtergespielt worden. Es sind keine Flüge gesperrt worden, anders als in den USA durch Trump. Es sind ununterbrochen Flieger aus China hier eingetroffen, Flieger aus Iran hier eingetroffen, was ja Risikogebiete sind, auch aus Italien. Und Flüge aus China und Iran finden weiterhin statt. Weiterhin sind Flüchtlinge vollkommen ungeprüft hier eingeflogen worden. Also, wenn das Virus so gefährlich ist, wie er jetzt sagt und jetzt den Bürgern vorwirft, die Bürger würden sich verantwortungslos verhalten, kann ich an der Stelle nur sagen, nein, verantwortungslos seid ihr, denn ihr habt ein Thema runtergespielt, eine Meinung in die Köpfe der Leute gepflanzt, die sie jetzt verinnerlicht haben. Und jetzt werft ihr den Bürgern verantwortungsloses Verhalten vor. Das ist im Grunde unmöglich, eine Unverschämtheit. Das geht nicht. Wenn wir Glück haben, ist es nicht so gefährlich, wie die Politiker hier meinen. Ich habe da meine eigene Meinung dazu. Ich habe da letztens ja auch ein kleines Video gemacht mit Daten vom Robert-Koch-Institut. Aber damit will ich die Vorrede beenden. Vielleicht wird er Spahn, wenn er das Chaos besiegt hat mit den 7,8 Milliarden, die er jetzt in die Krankenhäuser pumpt, nachdem die vorher alle mal verprivatisiert worden sind. Vielleicht wird er dann Bundeskanzler. Gut, aber jetzt fangen wir mal an mit den Kommentaren. Mir liegt die Zahl von über 25.000 Toten in Deutschland vor. Ja, der Kommentator bezieht sich auf meine Zahlen, die ich im letzten Video Zahlenspiele angesprochen und auch gezeigt habe. Ich habe dort erwähnt, dass 334.000
erkrankte, infizierte gezählt wurden. Ich glaube 334.000, ich sage die Zahl jetzt aus dem Gedächtnis, gezählt wurden in der Bundesrepublik bei der großen Grippewelle von 2017 auf 18 und dann über 1600 waren, 1680 oder so, gestorben sind. Die Zahl, die ich genannt habe, war die Zahl, Moment, ich habe mir eine Notiz dazu gemacht, weil ich habe das ja auch beantwortet. Ich habe die laborbestätigten Fälle genommen vom Robert-Koch-Institut und die Tagesschau, die damals auch berichtete, und das Ärzteblatt sprachen von 25.100 Todesfällen. Die haben die sogenannte konservative Schätzung des Robert-Koch-Instituts herangezogen. Ja, wenn man die Zahl nehmen will, 25.100 und dann die 334.000 Infizierten, dann sind wir ja im Moment davon noch weiter weg. Und meine Frage wiederhole ich gerne ans Robert-Koch-Institut oder auch an die WHO. Warum hat man damals keine Epidemie oder Pandemie ausgerufen? Deine Themen sind prima, aber der Virus nicht zu unterschätzen, wenn Italien berichtet, über 80-Jährige werden nicht mehr behandelt, weil die Kapazität fehlt. Jeder ist gut beraten, keine Grippe jeglicher Art zu bekommen, um nicht in das Corona-Schubfach zu kommen. Überlastung führt zu Fehlern. Jeder sollte Menschen feiern, Gruppensammlungen vermeiden und vernünftig sein. Vor allem Immunschwache. Ja, der Kommentator bezieht sich auf die Situation in Italien. Die Bilder und Nachrichten, die wir hier bekommen, sind dramatisch. Allerdings wissen wir natürlich nicht wirklich, was passiert. Ich habe hier ein Interview gesehen, ich weiß jetzt nicht mehr, wie die Ärztin hieß, eine Lungenfachärztin in Rom, eine Deutsche allerdings, die da fast schon hysterisch über diese Situation dort berichtet hat. Nur, sie wusste letztendlich auch alles nur vom Hörensagen. Was sie aber tatsächlich wusste, war, dass alle Praxen, auch ihre, in Italien geschlossen sind. Das heißt, all diejenigen, die Symptome haben, die sie für ernst nehmen oder nicht mehr für selbst behandelbar halten, laufen dann natürlich in die Krankenhäuser. Und ob das nun wirklich so die beste Lösung ist, ob es nicht besser wäre, die hätten als Ansprechpartner einen Arzt, den sie kennen, der vertrauenswürdig ist. Hier wird Angst geschürt, die Leute laufen ins Krankenhaus, die Krankenhäuser sind dann natürlich, wenn alle Praxen zu sind, schnell überlastet. Und ich habe auch ein Video gesehen mit einem Arzt, der hat hier, wir werden das Video verlinken, der hat hier eine Behandlungsmethode beschrieben, die hier als Standardmethode vorgegeben ist. Ich kann das nicht wiedergeben, ich bin kein Mediziner, wir verlinken das. Letztlich lief es bei ihm darauf hinaus, dass wenn diese Methode durchgeführt wird, wo sehr hohe Dosen Cortison gegeben werden, wo ein hartes Antibiotikum gegeben wird, und auch Interferon, was also immunsuppressive Effekte haben soll. Ich zitiere das aus dem Gedächtnis, da ich solche Urteile nicht fällen kann. Aber letztlich sagt er in diesem Interview, dass diese Art der Behandlung eben auch zum Tod eines bestimmten Patienten, der hier benannt worden ist, geführt hat. Und wenn das nun so das allgemeine Schema ist, nach dem behandelt wird, auch in Italien, dann darf man sich über diese hohen Todeszahlen, sofern sie stimmen, denn wir bekommen alles nur über die Mainstream-Medien, nicht wundern. Das ist die Meinung dieses Arztes. Zum Coronavirus seht euch mal die Videos mit Dr. Wodak an. Es spricht sehr viel dafür, dass dieser Virus einigermaßen harmlos ist und wie Influenza und andere Viren nur für Menschen mit Vorerkrankungen gefährlich sein kann. Wodak meint, hätte man nicht nach einem neuen Virus gesucht und nicht den Test entwickelt, hätte man in dieser Grippesaison keine höhere Sterblichkeit als sonst bemerkt. Diese Virusinfektion zeigt ja keine eigenen Symptome, wie beim Pockenvirus, sondern nur die gleichen wie bei Influenza, Rhino und den üblichen bisherigen Coronaviren. Allein deswegen sind die Aussagen wie erster Corona-Fall in sinnlos. Es wird bereits jetzt eine relativ hohe Durchseuchung gegeben, da sehr viele Infizierte gar keine Symptome bemerken und den Virus fleißig weitergeben. Von daher dürften auch die Maßnahmen am offiziellen Ziel so oder so vorbeigehen. Ja, der Kommentator bezieht sich auf Dr. Wodak, der mehrere Interviews inzwischen gegeben hat auf mehreren Kanälen. Ich habe auch mindestens eines gesehen.
Er hat auch selber Videos inzwischen veröffentlicht und äußert sich zu diesem Virus. Ich habe mir das angehört. Das klingt überzeugend, was Dr. Wodarg sagt. Ich war aber natürlich auch nicht sicher, ob das stimmt, was er sagt, oder ob das nicht stimmt, aus welchem Grund er sich äußert, was sein Antrieb ist, das wusste ich nicht und kann ich auch heute nicht beurteilen. Nur, wenn ich jetzt sehe, nachdem also diese Videos mit und von Dr. Wodarg, ich glaube, mindestens schon 1,5 Millionen Mal gesehen, angeklickt wurden, also wahrscheinlich noch öfter gesehen wurden, wenn ich auf die Reaktion schaue, die darauf folgt, auf seine Aussagen nach den vielen Klicks, nämlich es wird über ihn hergefallen, sowohl von den Mainstream-Medien als auch von eigenen Parteigenossen der SPD. So hat sich der Lauterbach ja sehr abfällig geäußert über die Äußerungen des Dr. Wodarg. Wenn ich das sehe, wenn ich sehe, wie Politiker, aktive Politiker über ihn herfallen, seine Meinung zerfetzen wollen, wenn ich sehe, wie unser Mainstream, dem man ja sowieso nichts mehr glauben kann, ebenfalls versucht, ihn zu zerlegen, neige ich inzwischen dazu, das, was Dr. Wodarg sagt, für ernst zu nehmen und ich neige dazu, ihm eher zu glauben als anderen, die sich hier im Mainstream äußern und vor allen Dingen auch negativ über ihn äußern. Die Japan Times fragt: Japan was expecting a coronavirus explosion. Where is it? Ob schon Japan als eines der ersten Länder positive Testresultate hatte und keinen Lockdown einführte, ist es bisher eines der am wenigsten betroffenen Länder. Es gebe keine Zunahme an Lungenentzündungen und keine erhöhte Krankenhausbelegung. Italienische Forscher argumentieren, dass die extreme Luftverschmutzung in Norditalien, die stärkste in ganz Europa, eine ursächliche Rolle bei der aktuellen lokalen Zunahme an Lungenentzündungen spielen könnte. Ähnlich wie zuvor im chinesischen Wuhan. Gut, interessant ist an diesem Kommentar, und er hat auch eine Quelle verlinkt, der Kommentator, dass eben diese japanische Zeitung, wie hieß die nochmal? Japan Times, dass die eben genau diese Frage stellt. Man hat eine Explosion an Corona-Infektionen erwartet, die kam nicht. Die Frage, die sich stellt, ist, wo ist sie? Ja, jetzt ist nun Japan ein asiatisches Land und man müsste nach den ersten Gerüchten davon ausgehen, dass es sich dort stark hätte verbreiten müssen. Den Lockdown haben die auch nicht gemacht und trotzdem verbreitet es sich nicht so stark. Keiner weiß warum, ich weiß es natürlich auch nicht warum. Ich weiß auch nicht, ob das dann was mit der Luftverschmutzung zu tun hat oder nicht. Ich kann das natürlich alles nicht beurteilen. Ich finde es nur interessant und bin deshalb auch dankbar für den Kommentar, dass es dort eben nicht passiert. Wobei die Japaner, was hygienische Verhältnisse betrifft, sehr penible Menschen sind. Also das könnte natürlich auch eine Rolle in diesem Zusammenhang spielen. Letztendlich lässt sich nun das aktuelle Geschehen auf zwei mögliche Szenarien reduzieren. Der übliche Inkassovorgang, betrieben durch die globale Finanzelite, oder die Befreiung der Menschheit aus dem Schuldgeldsystem und der Zinsknechtschaft. Logisches Denken macht ganz klar, dass Letzteres der Fall sein muss, da alleine schon folgende Fakten gegen Ersteres sprechen. Grenzschließungen trotz Schengen, Wiederermächtigung der Nationalstaaten, in Deutschland gar der Bundesländer, de facto Entmachtung der EU, Ankündigungen von Helikoptergeld, Ankündigungen des Verzichts auf Einkommensteuer, Putins Erwähnung einer Jalta-Konferenz, eines neuen Wiener Kongresses, Trumps Executive Order zur Konfiszierung von korrupten Personen. 160.000 statt durchschnittlich 2.000 versiegelte Anklagen in der USA, das Platzen von TTIP, Trumps Andeutung zum Calm before the Storm. Wie das Geldsystem danach und die Transition dorthin genau aussehen, können wir nicht wissen. Es ist vielleicht auch nicht gar so wichtig. Freiheit ist das Einzige, was zählt. Alles andere findet sich. Ja, lieber Kommentator, ein ganz hervorragender Kommentar. Ich kann mich dem allen nur anschließen, was Ihre zweite mögliche Version betrifft. Ich habe mir den auch hier selber ausgedruckt, denn ich möchte das nochmal
wiederholen, so wie sie ihre zweite Variante begründen. Und zwar schreiben sie hier: die Befreiung der Menschheit aus dem Schuldgeldsystem und der Zinsknechtschaft. Logisches Denken macht ganz klar, dass letzteres der Fall sein muss, da alleine schon folgende Fakten gegen ersteres sprechen. Grenzschließungen trotz Schengen, Wiederermächtigung der Nationalstaaten, in Deutschland gar der Bundesländer, de facto Entmachtung der EU, Ankündigungen von Helikoptergeld, Ankündigungen des Verzichts auf Einkommensteuern, Putins Erwähnung einer Jalta-Konferenz eines neuen Wiener Kongresses, Trumps Executive Order zur Konfiszierung von korrupten Personen. Massenweise versiegelte Anklagen in den USA, das Platzen von TTIP, Trumps Andeutung zum Calm before the Storm. Wie das Geldsystem danach weitergeht, das werden wir sehen. Aber das sind alles Punkte, die ich zum großen Teil auch schon in meinen Videos besprochen habe. Und deshalb kann ich dazu nichts sagen. Ich finde es ein hervorragender Kommentar. Damit hätte man ja schon fast eine Sendung machen können. Ich werde richtig heftig angegangen, wenn ich erzähle, was Sie erzählen. Es ist hoffnungslos draußen. 95% sind total vernagelt. Ich habe im Freundeskreis genau diese Geschichte klargestellt, von der Sie hier gerade berichten. Trump, Hopp etc. und wurde verbal aggressiv runtergemacht. Ja, Trump, Hopp etc., das war natürlich das Thema in meinem letzten Video. Zahlenspiele, das heißt, es war eines der Themen, mit welchem ich gezeigt habe, wie die Medien lügen. Man kann es also an dem Beispiel wirklich zeigen, man kann es klar darstellen, im Grunde beweisen. Und die gute Kommentatorin hat sich die Mühe gemacht, Aufklärungsarbeit in ihrem Bekanntenkreis zu betreiben und ist dann aggressiv angegangen worden. Ja, dazu kann man nicht allzu viel sagen, als wir können nur diejenigen mitnehmen, die schon auf dem Weg sind. Diejenigen, die in die andere Richtung unterwegs sind, können wir nicht umdrehen, wir nicht. Die werden ihre Erfahrungen machen müssen. Es wird vielleicht irgendwo den einen oder anderen Trigger geben, wo auch diese Menschen bestimmte Dinge unter einem anderen Blickwinkel betrachten und dann vielleicht einen anderen Weg einschlagen. Letztlich können wir aber nur die mitnehmen, die schon auf dem Weg sind. Und ich hoffe, dass wir einfach mit unseren Videos möglichst viele von denen erreichen und die eben mit uns diesen Weg gehen. Und es ist jeder willkommen, der sich irgendwann auch mal anders entscheidet, der umdenkt. Die, die den anderen Weg weitergehen wollen, die muss man gehen lassen, die muss man ziehen lassen. Wir können letztlich niemanden von irgendetwas überzeugen. Vorgefertigte Meinungen sind vorgefertigte Meinungen. Und ich denke, auch bei uns selbst und auch mir geht es so, man muss aufpassen, dass man trotzdem Informationen abwägt und nicht zu sehr in eine bestimmte Richtung geht und dann andere Argumente komplett ausschließt und nicht mehr zulässt. Deshalb hat mir auch der vorhin von mir nochmal wiederholte Kommentar sehr gut gefallen, weil er im Grunde zwei Seiten anspricht, grundsätzlich für möglich hält und aus bestimmten logischen Gründen sich für eine entscheidet. Nur wie gesagt, das ist nicht der Mühe wert. Leute, die in die andere Richtung gehen, müssen von selber umdrehen und dann können sie gerne mitkommen. Wir werden sehen, wohin sich das entwickelt und wo auch die am Schluss ankommen werden. Irgendwo werden sie schon ankommen. Lagebericht. Gestern wurden 300 Tote und heute 350 aus Bergamo vom Militär abtransportiert, weil die keiner mehr anfassen möchte. Ich bin aus Südtirol. Ja, das ist ein Kommentar, über den ich mich gewundert habe. Da schreibt also jemand aus Südtirol, wie die Lage in Bergamo ist. Nun weiß ich ja nicht, wo in Südtirol er wohnt und was er in Bergamo alles mit eigenen Augen beobachten kann. Was mich hier sehr wundert, ich habe ja ein Video gemacht, letztes Mal, Zahlenspiele, in dem ich, denke ich doch, deutlich gezeigt habe, wie Medien lügen, nachweislich lügen. Und zu diesem Video, in dem ich zeige, wie die Medien lügen, schreibt jemand einen solchen Kommentar, bei dem ich vermuten muss, weil in Italien gibt es ja auch die Ausgangssperre.
Das heißt, er kann ja da wohl nicht rumfahren in Bergamo und schauen, was irgendwelche Militäreinsatzkräfte machen und wo irgendwelche Särge hin und her transportiert werden oder Tote. Er kann es nicht selbst gesehen haben. Also woher hat er diese Information? Aus den Medien. Und wenn ich nun schon mühsam ein Video mache, in dem ich schlüssig versuche darzustellen, wie die Medien lügen, und mir dann ein Kommentator mit Argumenten, die er genau aus diesen, oder mit noch nicht mal Argumenten, denn es fehlen die Argumente, es ist nur Behauptung, mit Behauptungen, die er offensichtlich wieder aus diesen Medien entnommen haben muss, da so ein Kommentar reinschreibt, ja, dann kann ich mich nur noch wundern. An so einer Stelle frage ich mich dann, ja, wofür habe ich jetzt überhaupt das Video gemacht? Oder hat er es vielleicht auch gar nicht gesehen? Ich habe keine Ahnung. Es ist auch keine Quelle benannt und insofern finde ich, vergessen wir es, uninteressant. Hinzu kommt, inzwischen gibt es ja auch Gerüchte und da gibt es auch Fotoabgleiche. Ich konnte das noch nicht überprüfen, ich habe die Zeit dazu noch nicht gehabt. Ich sage sowas eigentlich nicht gerne, wenn ich es nicht überprüfen konnte. An der Stelle erwähne ich es aber trotzdem. Diese Bilder, die man in dem Zusammenhang gesehen hat, auch mit den Leichen in Italien, die da abtransportiert werden, die Särge, es schaut so aus, als ob diese Bilder von den Särgen aus dem Jahr 2013 wären, und zwar Lampedusa, dieses Schiffsunglück, ich habe das hier kurz notiert, dieses Bootsunglück mit 500 Toten. Also man sieht das wohl auch an der Gestaltung der Särge, ist aber im Moment noch eine unverbindliche Aussage, das muss ich erst weiterprüfen. Oder wenn ein Kommentator oder ein Zuschauer dazu Informationen hat, wo man irgendwie auch Quellen bekommt, die ich dann auch weiter verfolgen kann, dann wäre ich natürlich dankbar, dann greife ich das auch gerne nochmal auf. Das ist also hier die mögliche Situation. Ich kann nur sagen, Vorsicht mit allem, was im Moment, gerade im Moment aus dem Mainstream kommt, denn im Hintergrund wird ein großes Rad gedreht und viele drohen viel zu verlieren und strampeln mit allen Vieren dagegen an und es wird so viel Mist erzählt, wie, ja, ich hätte fast gesagt, wie schon lange nicht, aber eigentlich wird schon lange Mist erzählt, nur jetzt wird es auf die Spitze getrieben. Übrigens, was ich noch gesehen habe, heute in irgendeiner Zeitung, wie war es, ja, die Weltgesundheitsorganisation warnt die jungen Menschen. Der Chef von der Weltgesundheitsorganisation sagte, ihr seid nicht unverletzlich. Also an die jungen Menschen gewarnt, passt auf, dass ihr nicht krank werdet, ihr seid auch verletzbar. Ich finde auch diese Aussage im Grunde für eine Frechheit. Da wird doch ganz offensichtlich Panik geschürt. Man möchte die ganze Gesellschaft durchsetzen mit dieser Panik. Und noch ein Punkt als allerletzten jetzt in diesem Video. Sie sehen ja, wir haben heute auch keine Einblendungen. Es ist einfach wirklich jetzt ein schnelles Video von uns gemacht worden, aus den Gründen, die ich hier schon für wichtig halte. Hinter dieser ganzen Abriegelung, diesen Ausgangssperren, wobei das nicht das richtige Wort ist, da gibt es ein anderes Wort, aber mir fällt das im Moment nicht ein. Also es ist eine Reduktion dieser freien Bewegung, also ein Rückführen dieser freien Bewegungsmöglichkeiten. Es ist ja keine komplette Ausgangssperre. Aber man hat natürlich die Schulen zugemacht, was dazu führt, dass keine Schüler in den Schulen sind. Das heißt natürlich, Attentate in Schulen, Amokläufe, Bomben und sowas kann es nicht geben. Wir dürfen nicht vergessen, hier strampeln viele, wie ich gerade gesagt habe, mit allen Vieren, die Angst haben vor dem Untergang und im Zuge dieses Untergangs, vielleicht als letzten Rettungsversuch, möchte man, damit ist zu rechnen, noch Chaos verursachen, um damit vielleicht das Steuer wieder rumzureißen, obwohl ich denke, dass es zu spät ist. Aber in der Verzweiflung ist ja alles möglich. Da können Terroranschläge ausgeführt werden, Bombenanschläge, Schießereien, alles ist möglich. Und insofern ist natürlich dieses Rausholen der Kinder aus Sammelplätzen und auch anderer Menschen aus allen diesen Sammelplätzen vielleicht gar nicht so schlecht. Und ich habe natürlich diesen Gedanken schon länger, habe aber auch selber ein bisschen daran gezweifelt, bis ich gestern eines gelesen habe in Spiegel Online. Es gab einen Attentatsversuch auf eine ICE-Strecke und zwar wurden Gleise, Hochgeschwindigkeitsgleise auf einer Brücke, die am höchsten Punkt 50 Meter hoch ist,
über eine Länge von 80 Metern gelockert. Die Polizei, die hier mit der Untersuchung beauftragt ist, äußerte sich dazu und sagte ganz klar, das ist natürlich kein Schulbubenstreich, da steckt mehr dahinter. Ja, sowas muss organisiert sein über 80 Meter, das sind ja keine Schräubchen, da braucht man auch entsprechendes Werkzeug. Es ist Gott sei Dank nichts passiert, weil ein aufmerksamer Lokführer drüber fuhr, die Gleise da noch hielten, er aber gemerkt hat, dass sein Zug ziemlich gerumpelt hat, er hat es gemeldet und eine Überprüfung hat dann ergeben, über 80 Meter Gleise gelockert. Ja, und die Bahn fährt ja noch, die ist auch vollgestopft mit Leuten, weil natürlich Züge ausfallen, also die fahren, sind voll. Und das ist natürlich ein Platz 50 Meter hoch. Da, wenn ein ICE entgleist, voll gepresst mit Leuten, möchte man sich dieses Unglück gar nicht ausmalen. Und nachdem ich das gelesen habe gestern, bin ich doch zu der Überzeugung gelangt, dass hinter diesem Abschalten, Absperren, Verbot im Grunde von Treffen, großen Menschenaufläufen, diese Schutzfunktion steckt, weil damit natürlich die Attentate erheblich erschwert werden, die zusammenhängen mit dem kompletten, mit der kompletten Systemabschaltung der BRD und auch des Resets der Wirtschaft, der ja hier jetzt anläuft. Und ich möchte nochmal darauf hinweisen, wie im letzten Video, im letzten Jahrhundert hat man diese Probleme mit Kriegen gelöst, wenn also Überschuldungen eingetreten sind, wenn Wirtschaftssysteme zu Ende gegangen sind, hat man es mit Kriegen gelöst. Der Krieg, den Clinton plante, der konnte Gott sei Dank wegen der Wahl Trumps nicht stattfinden. Was wir heute haben, ist ein Krieg oder Scheinkrieg gegen ein Virus, von dem wirklich niemand was weiß oder nichts Genaues weiß. Und ich denke, selbst wenn es den Virus gibt und wir dem Narrativ, wie man heute so schön sagt, der Regierung folgen und der europäischen Regierungen folgen wollen, ist es ein wesentlich kleineres Übel als jede Form von heißem Krieg. Wir erleben hier einen historisch einmaligen Reset und Neustart. Das wird noch ein bisschen dauern, es wird ein bisschen rumpeln. Bleiben wir ruhig, schauen wir uns das entspannt an. Genießen wir die Möglichkeit, die wir jetzt haben. Wir dürfen ja nicht arbeiten, quasi Generalstreik von oben verordnet. Die Familien sind beieinander, die Grenzen werden geschlossen, das sind ja alles Dinge, die dem entgegenlaufen, was in den letzten Jahren sich entwickelt hat. Es sollten ja offene Grenzen sein. Die Familie war ja als wichtiger Baustein, als Kern der Gesellschaft nichts mehr wert. Man hat sich mit Genderforschung und allem Mist beschäftigt. Übrigens in dieser Krise, sofern es sie gibt, Genderforscher braucht hier keiner. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Danke natürlich auch wieder für die Unterstützung, die wir unterhalten haben. Bis zum nächsten Mal.